Moin moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück in Großbritannien Silverstone mit dem Virus. Hallöchen, Camillo, grüß dich. So, dann wollen wir doch auch mal gucken tun, dass wir im Rennen das gut hinkriegen. Und wie ihr seht, kein Regen. Boah. So, 13 Runden, wie ich mir gedacht habe. Die Strecke hat es auch ganz schön in sich, ne? Die jetzt nicht gerade klein. Nee, das ist es ja eben. Da hat man auch zwei, drei trickige Stellen, wo man dann schön abschmiert. Deswegen wollen wir mal gucken, wie wir wegkommen. Perfekter Start für den Virus. Und ich bleibe so weit außen, wie es geht. Naja, Hauptsache trotzdem vorne rüber. Das hätte auch böse enden können. Dann hättest du dich wieder aufgeregt, ne? Aber Ja, weil ich bin ja das nicht ist wieder dafür typisch du. zuständig. Ich bin ja nicht dafür zuständig, nach hinten frei zu machen. Das musst du ja machen. Du musst ja aufpassen, dass du mir nicht reinfährst. Eigentlich Ich war ich sehe ja nach ja hinten schon nichts. fast vor dir. Ich habe ja letztes mich ja sehen können neben dir, ne? Aber das werde ich auf Nö, deiner du warst Aufnahme ja ja. sehen. Ja. Ja, nö, da war nichts. Wer außen ist beim Start, hat halt immer Glück, je nachdem, wo die Kurve hingeht. Weil das Thema hatten wir ja schon in Monte Carlo und so, das ist dann nix. Rücksicht auf Verluste ist bei Camilo nicht zu erwarten. Nö. Ja, warum soll ich bremsen, wenn du hinter mir bist? War ja nicht hinter dir, aber ist egal. Ja, sicher warst du hinter mir. Du warst Zweiter gestartet, nicht Erster. Ja, da hinter dir. Aber ich hatte perfekten Start, dass ich auf der gleichen Höhe war wie du. Ja, so, du hattest die Kurve innen, also wer innen die Kurve hat, ne? Weil du wärst dann eh aus der Kurve rausgekommen hinten. Hast aber Glück gehabt, dass du so reinziehen konntest in die Kurve. Oh, mal gucken, dass die Ferraris heile bleiben. Jo, streng die an. Oh, kommen wir jetzt wieder in den kurvigen Teil. Gut, dass es nicht mehr regnet, du. Straße hat sich aber ganz schnell getrocknet über Nacht. Ja, frag mich nicht, wie die das hier. Immer da einen mit Handstaubsaugern über die Straße gegangen nachts und dann zum Trocknen, ey. Ja, mit Flitschen. Ja. Sorry. Ja, ich hab doch. Au! Diese Kurve. Ich Ja, ich weiß weiß nicht, ganz so nicht mehr. Vollgas gebe ich da nicht. Jetzt gehen wieder die schnellsten Runden und nach mir gleich dann wieder nichts mehr. Oh, was ist das denn, Alter? Ich hab doch. Naja. Aber merkst du jetzt schon an meinen Reifen, dass die jetzt schon. Boah, geht. Haben ja erst 12, ja, 14%. Geht schnell auf der Strecke hier. Gut, dass es nur bewölkt ist, Mensch. Wenn es hier wieder geregnet hätte, das wäre ein Krampf geworden.
hat man naja, eine Boxeinfahrt, nicht irgendwie eine Verwarnung oder so ein Scheiß, ey, weil der ja schon so früh kommt, ey. Bei der muss man echt aufpassen. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Die Boxeneinfahrt, da muss man echt. Das Auto hinter dir fährt pro Runde um etwa 13. Ja, apropos, zurück. Dauert ja auch nicht mehr so lange, bis wir da rein müssen. Scheiße. Kannst du nicht ein bisschen weiter quatschen, Camillo? Jeff gibt mir gerade auf die Nüsse. Ja, was hat er jetzt schon wieder? Jetzt ist er fertig. Er will seine Wettstrategie ändern oder wird er dabei bleiben? Nee, genau. Kann sich machen. Wenn wir Strategie ändern wollen, lassen wir ihn das schon wissen. Oh, komm schon, komm! Ah! Ja, ich merke schon, so ganz Vollgas kann man jetzt mit den Reifen hier schon nicht mehr fahren. Nee, nee, nee. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 4. Oh, 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 nein, nein, nein! Ach, Putaku. Na, reiß dich zusammen. Okay, alles klar. Wow, Fangulu, das gibt's doch gar nicht. Ja, ja, ich bin ja schon da. Naja, gut, dann fahr ich halt jetzt schon rein. Scheiße, warum dreht der sich denn da einfach so weg? Du zu schnell. Nee, ich war nicht zu schnell. Gas gegeben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich weiß nur, dass auf jeden Fall das genau passend war vom Bremsdings her und so. Ach, egal. Egal, dann kann ich wenigstens jetzt in einem durchfahren. Scheiße. Na, erster Platz verspielt, egal. Gucken, wie weit wir dann noch wieder vorne kommen hier. Nee. Leute, gab schon wieder die Post. Mal gucken. Ob ich wieder für meinen Nachbarn ein Paket annehmen könnte. Das sehe ich aus, Alter. Er hat gesagt, nee, mach ich nicht. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Ja, Jeff, ich weiß Bescheid. Danke für die Info. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 41,3 Sekunden. Na, mal gucken, dass wir jetzt gleich gut an denen vorbeikommen. Ah, die ersten sind schon in der Box, guck an. Aber bis ich da bin, sind die eh schon wieder raus. Och, Ricardo. Na, ja, machen wir es halt so machen. Ja. Fahr doch rein da. 5 Sekunden lang Stop-and-Go-Strafrasenbox. Ach, fick dich ins Knie, ey. Oh, das ist auch noch scheiße. Mein Gott, ey. Die kriegst du auch nicht geschissen, ey.
Ja, die Boxen einfach, da muss man echt aufpassen. Der letzte. Da geht, oh, die geht echt lang. Petronas, war das nicht hinter mir? Silberpfeil? Ne, auch Red Bull geht, macht. Dieser Stroll, dieser Sack. Los geht's. Ach, scheiße, voll verpennt. Hast du jetzt die Stop-and-Go-Strafe auch schon mitgemacht da, ne? Wahrscheinlich. Na, ich muss ja mal Reifen wechseln. Sollte ja rein vom Chef aus. Wie unerlaubtes Überholen. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließen. Alter, will der mich natzen oder was? Der fährt doch jetzt eh eine Box. Oh, Van Dorn steht hier rum. Oh, diese gelben Reifen, ich hasse sie. Die fahren ganz scheiße irgendwie. Die fahren kommen nicht mehr klar. Ich hab da... Die geht gar nicht. Die fahren richtig gut, fahren die Dinger. Hier auf dem Hochgeschwindigkeit. Stinks. Hallo Verstappen. Na, ich muss gucken, dass ich mit meinen Reifen so lange hinhalte, auskomme. Mal gucken, ob das klappt. Anstrengend, anstrengend, anstrengender Sport. Jo. Oh, komm rum. Ist ja wie so ein Zäpfchen, ey. Hallo Bottas. Klopf, klopf. Ach, jetzt musst du die machen, okay. Ja, ich mach die jetzt einfach. Ich war jetzt schon wieder zu schnell. Wie, gab's schon wieder Strafe? Das muss doch voll zum Platzen, ey. Mann, wie lange ist denn die... Krasses Pferd. Jetzt wechseln die doch mal die Reifen, seid ihr denn scheuert? Hast du denen das gesagt, oder was? Nein, die haben... Ach, kurz vor der dachte 5 Sekunden. Alles von Arsch hier. Wann fahren die denn besser endlich raus? Ich fahre nie wieder Formel 1. Das ist ja zum Kotzen. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Dann wird's ja jetzt doch nochmal spannend, ey. Da sind auch alle dicht beieinander. Könntest du noch schaffen, da? Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Ja, scheiß auf den Frontflügel. Etwas ruhiger an, um das Problem zu verschlimmern.
Wenn die zwei da hinten Pfeife, Kappes bauen, ey. Ja, also, solange es nicht ganz so schlimm ist. Oh, nee, leicht gelb. Ja, aber dann geht's ja noch. Glück gehabt. Weil die CPU, also die KI, die ist hier nicht so schnell. Aber ruhig, warte mal. Okay, Jeff, alles klar. Nee, red ruhig weiter. Ich wusste jetzt nicht, was er mir sagen wollte. Der Jeff, der Liebe, der Gute. Die KI, die ist ja hier nicht so stark. Da geht das noch. Da könntest du noch Zweiter locker werden eigentlich. Einen Platz vom Perez geholt. Sehr schön. Aber die anderen zwei hinter dir, da müsstest du mir helfen. Ich wüsste nicht wie, das ist das Problem. Ja. Was war das denn? Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Jetzt habe ich den Bottas ausgebremst, obwohl ich gar nicht, weil ich einen Ausritt hatte. Scheiße. Alter, jetzt will das aber auch wissen, der Bottas. Geh weg. Ricciardo. Hab ihn. Sehr schön. Der nächste ist dann sein Teamkollege. Unser Abstand zum ersten Platz. Der ist aber ganz schön weit weg, ey. No. Und weil ich einen gelben Flügel habe, muss ich aber schon ein bisschen anders fahren. Oh, und ich kämpfe schon so ein bisschen mit meinen Reifen, die sind nicht mehr die besten. Den Verstappen glaube ich nicht, dass ich da noch rankomme. Tja. Was ein komisches Rennen, du. Great knicken. Kannst du knicken? Mit den Reifen, uiuiui. Ne, ja gut, okay, die Reifen sind wahrscheinlich in Ordnung, aber... Wenn man spoilert, merke ich schon, da kann ich so in die Kurve rein jocheln, Alter. Oh. Ich wollte gerade sagen, die Reifen können es ja nicht sein, die hast du ja eben erst frisch gekriegt. Verstappen, fahr doch mal eine Ecke langsamer. Ja, ist der Spoiler. Schade, Schokolade. Aber gut, dass der Hamilton weit weg ist. Dann kann der wenigstens keine Punkte machen. Oh, hier steht einer in der Kurve, alles klar. Ja, das reicht, Chef. Oh, Wehrlein steht hier und hat sein Auto abgestellt. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,9 Sekunden. Na komm, den Stop, den will ich mir noch kriegen, den Drecksack, ey! Nein, ja, auf jeden Fall nice. Hör da! Was hat's mir wieder versaut? Diese Scheiße. Scheiße.
Der war zum Greifen nah. Ja, Silverstone ist schon ein bisschen tricky. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ah, komm schon! Oh, es wird knapp, das wird knapp. Nein, ah nein, 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 hör auf! Ja, versau dir die Position nur nicht, genau. Schön weiterfahren. Mann, da ist noch eine Runde, ich dachte, das wäre schon die letzte. Scheiße, scheiße mit Joghurt. Bist du erst in Runde 12? 13, jetzt. Mist, Mann! Und der Verstappen war ich so nah dran. Die Runde ist jetzt zu Ende, da. Ja, schade, aber besser Vierter als gar nichts. Da haben wir doch ein Virus. GG, trotzdem noch das Beste rausgeholt. Aber bestimmt von den Rundenzeiten wäre ich bestimmt nicht schlecht. Wahrscheinlich auch wieder so Zweiter platziert. Ah, so ein Dreck. Ja, der Bottas ist jetzt zwar wieder vor dir, aber der Hamilton glaube ich nicht. Oh, der Holländer ist auch mal auf dem Treppchen, wow. Ist mal was anderes. Heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Wie langweilig. Na, ja, Doppelsieg wäre es wieder gewesen, aber das soll halt nicht so sein. So, wollen wir nochmal gucken. Oh, was? Du bist sogar nur Fünfter. Warst du nicht 3x5 Sekunden weg? Boah. Ach, okay. Sollen sie, naja. Sollen sie sich mal sonst wo, ey? Na, gucken wir doch mal, wo der. Hamilton ist auf Platz 9 gelandet. Alter, der ist ja noch ganz schön hochgefahren. Gucken wir mal Rangliste. Ja, da bist du 5 Punkte hinter Bottas, aber noch 3 Punkte vor Hamilton. Nee, Quatsch. 13 Punkte vor Hamilton. Ah, es geht noch. Ist noch nichts verloren. Nächste Rennen könnte schon wieder ganz anders aussehen, wenn du da gut wieder bist. Ich hab doch Scheiße. Ich guck gerade bei Vorfälle. Alter, boah, stehe ich überall mit dabei, du. Okay, ich guck gleich auch mal rein, warte, aber mal eben hier gucken. Konstrukteurswertung, tun wir uns immer weiter absetzen, ist auch schon mal schön. So, was haben wir denn? Rennleitung. Vorfälle. Du Scheiße, ey. Hupsi, Virus. Was haben wir denn? Streckenbegrenzung überschritten, rasender Boxengasse, Streckenbegrenzung überschritten, rasender Boxengasse, nicht erfüllte Stop-and-Go. Ach, weil du eine Stop-and-Go-Strafe zu spät angetreten hast, hast du auch noch mal einen draufgekriegt. Ach, guck an. Ja, aber diese Runde hat er gesammelt. 20 Punkte in Flensburg. Ja, gut, meine Lieben, das war's vom großen Preis von Großbritannien. Wir sehen uns beim nächsten Rennen. Haut's rein. Tschüss. Ja, gehen Sie nicht immer los und ziehen Sie keine 2000 Euro ein. So, Leute, macht's gut. Ciao, ciao.